Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Das würde ich aber nicht Werbung nennen, das ist Information für die Bürger. Ich habe es gerade gesagt, die Bundesregierung wirbt eindringlich für die Impfung. Und wir werben aber auch nicht nur für die Impfung, das würde ich aber nicht Werbung nennen, das ist Information für die Bürger. Ja, manchmal können die Aussagen von Regierungssprechern ganz schön verwirrend sein für einfache Journalisten wie mich, weil da der Eindruck entsteht, das sei doch widersprüchlich, was da binnen kürzester Zeit gesagt wird, aber wahrscheinlich bin ich einfach nur zu dumm dazu, um das zu verstehen. Dieser Frage gehe ich nach in meinem Video über die Bundespressekonferenz am Montag, wo ich auch noch etwas entdeckt habe beim Schneiden, was mir vorher durch die Lappen gegangen ist. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Bundesregierung dort faktisch die Zweifel von Fußballnationalspieler Joshua Kimmich an der Impfung wegen der Langzeitfolgen unterstützt und das aber so gut versteckt ist, dass es nicht mal ich gemerkt habe, geschweige denn offenbar andere Journalisten. Schauen Sie sich das selber an. Das ist in meinen Augen ausgesprochen spannend. Auch noch viele andere Aspekte, auch die Zahlen, die Herr Seibert liefert. Wie immer mein Bundespressekonferenzvideo nicht auf dem Zensurkanal, weil ich finde, das kann man nicht mitmachen, dass man hier bevormundet wird wie ein kleines Kind, sondern auf meinen zensurfreien Kanälen bei Rumble und bei Odyssee. Und ich bin wirklich begeistert, wie viele hier mit rübergehen, wie viele sich das dort inzwischen anschauen, teilweise deutlich über 200.000 Zuschauer. Sie, ihr seid toll, anders kann man das wirklich nicht sagen. Vielen Dank für dieses deutliche Zeichen, dass die Tech-Giganten wie YouTube, also Google, nicht alles mit uns machen können. Deshalb kleiner Link unten in der Videobeschreibung, einfach einen Klick und damit ein Zeichen für die Meinungsfreiheit gegen die Zensur und das Video über die Bundespressekonferenz. Alles Gute, danke, ciao, wieder reinschauen, abonnieren und bleiben Sie dabei, bleibt auf der Seite. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Ja, und bevor ich es vergesse, nachdem es immer wieder als Wunsch an mich herangetragen wurde, habe ich mich doch breitbügeln lassen. Und jetzt haben Unterstützer hier diese T-Shirts, Tassen und Aufkleber hergestellt. Und die lassen sich jetzt bestellen. Der Link oben rechts und natürlich unterstützen Sie mit einer Bestellung meine Seite, meine Arbeit und mein Team in mehrfacher Hinsicht, weil Sie Flagge zeigen und weil es natürlich auch eine Unterstützung ist, die dann ankommt. Vielen Dank, alles Gute, ciao.